In einer Datenbank von Chessbase müssen übrigens nicht unbedingt zwingend komplette Partienotationen gespeichert sein. Es ist auch möglich, Positionen einzugeben und ausschließlich Positionen zu speichern. Ich kann das mal hier an einem Beispiel zeigen. Ich habe hier zum Beispiel eine kleine Datenbank, die also Partiefragmente, also Positionen enthält. Ich lade mal hier einen Eintrag. Und Sie sehen also hier, dass hier eigentlich nur eine Notation mit einem Zug gespeichert wurde. Also hier Turm E6. Sehen also, es ist nicht unbedingt nötig, komplette Partienotationen zu erstellen. Sie können also auch Schachpositionen, Probleme und so weiter in kleinen separaten Datenbanken speichern. Ich mache das Fenster nochmal zu und dazu muss es natürlich auch möglich sein, dass man Stellungen eingeben kann. Da gibt es jetzt mehrere Wege, die zum Ziel führen. Ich bevorzuge einfach die Taste, die Stellungseingabe über Neu, Stellung aufbauen. So, das ist also eigentlich der übliche Weg. So, und jetzt finden wir eben halt hier in dem Dialog die Grundstellung. Jetzt hat man mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel mit der Maustaste kann man hier Figuren setzen, Figuren löschen. Wenn man das Brett leert, hat man natürlich eben halt, das sollte man am Anfang auch machen, die Möglichkeit, die Figuren zu setzen. So, und jetzt so einige Beispiele, wie man vorgehen kann. Nehmen wir an, man möchte den König setzen. Mit der linken Maustaste setzt man die weißen Steine. Und wenn ich hier oben mit der rechten Taste klicke, wird der schwarze König gesetzt. Jetzt wähle ich mal hier die Dame. Links wird die weiße Dame gesetzt, rechts die schwarze Dame gesetzt. Ein erneuter Klick, rechts kehrt die Farben um. Noch ein Klick löscht die Figur. Geht auch mit links, kann man also die Figuren auch löschen. Ja, und das ist eigentlich alles. Ich setze einfach mal eine reguläre Stellung. Schwarz da. Mal drei Bauern, rechts die schwarzen Bauern. Wenn man die Stellung eingegeben hat, die man da benutzen möchte, hat man die Möglichkeit, entweder Rochaderechte noch festzulegen. Dann gibt es die Möglichkeit, das ist natürlich ganz wichtig, das Zugrecht zu definieren. Zum Beispiel, wer ist hier am Zug weiß oder jetzt, wenn ich schwarz anklicke, wäre dann in der Stellung die schwarz am Zug. Man hat auch die Möglichkeit, diese Stellung horizontal und vertikal zu spiegeln. Ich mache das mal. Kann man über diesen Schalter machen. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was es dazu zu sagen gibt. Das heißt, Sie sehen, der Eingabedialog für die Stellungsaufbau ist also sehr einfach. Eine Feinheit möchte ich noch zeigen. Ich breche mal ab. Wenn wir zuerst ein Brettfenster geladen haben, ich lade mal hier eine Partie aus der Datenbank und gehe jetzt einfach mal hier weiter in die Notation rein. Nehmen wir an, wir haben diese Brettstellung. Und wenn ich jetzt den Dialog zum Aufbau einer Stellung lade, stellen wir also jetzt einen Unterschied fest, dass wir hier vergleichen. Sie sehen nämlich, dass die aktuelle Brettstellung direkt in das Eingabefenster übernommen wurde. Das würde also vor allem dann Sinn machen, wenn Sie bestimmte Stellungen aus Meisterpartien sammeln und diese dann separat in einer Datenbank speichern wollen. Wenn ich zum Beispiel jetzt okay sage, ist also nur diese Brettstellung in einem neuen Brettfenster gespeichert und man könnte die separat eben halt abspeichern. Eine weitere Möglichkeit wäre noch, dass man hingeht, wenn man in den Dialog noch mal reingeht. Da haben wir hier den Eintrag ASCII kopieren, FEN kopieren, ASCII einfügen, FEN einfügen. Das ist vor allem gedacht für diejenigen Anwender, die übers Internet irgendwas verschicken wollen. In früheren Zeiten, also machen wir es einfach mal, zum Beispiel ASCII kopieren.
fügt jetzt eine Textbeschreibung ein, einfach ein einfaches, simples Textformat. Ich starte hier mal einfach ein Programm, mit dem man Texte erfassen kann. So, sagen wir neu. So, und wenn ich das jetzt hier einfüge, stellen wir also fest, dass wir hier einfach eine rudimentäre Textbeschreibung der Brettstellung auf einmal vor uns haben. Die Alternative wäre, wenn man zum Beispiel über Fan kopieren geht, fügen wir das jetzt mal hier über Bearbeiten, Einfügen ein. Kleinen Moment. Das kann übrigens ein beliebiger Texteditor sein, das könnte auch Ihr E-Mail-Programm sein. Einfügen. Dann wird das jetzt hier, ich markiere das mal, im Fan-Format eingefügt. Das Fan-Format ist ein Standard zur Speicherung von Schachpositionen und zwar in einem reinen Textformat, also im reinen textbasierten Format. Das kommt vor allem im Internet zum Einsatz, weil vor allem viele ältere Schachprogramme nur dieses Fan-Format unterstützen. Wenn Sie aber ausschließlich mit Chessbase und den aktuellen Fritz Schredder Rybka-Programmen arbeiten, werden Sie das gar nicht benötigen, weil die alle das Chessbase-Format, das CBH-Format verstehen und deswegen habe ich es eigentlich nur der Vollständigkeit halber noch hier mit erwähnt.